gleich noch ausprobieren. Dann machen wir einfach einen Squad auf. Und dann geb ich dir oder du mir Fireteam Lead und dann kann man das auch noch mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ja gut, da muss einer. Genau. Ach ja, was man auch noch ganz kurz zeigen kann, laden wir das mal ab hier alles komplett. Weil sie haben hier auch an der Struktur der nicht aufgeschaufelten Gebäude auch noch was verändert. Kann man gleich mal zeigen. Kann man vielleicht hier vorne bei Saddam hier mal gleich einen Spawnbunker hinstellen. So, und wenn du das jetzt anguckst, siehst du jetzt, es ist ja regelmäßig passiert, dass Leute sich eingeschaufelt haben. Yep. Und ich vermute, dass sie das deswegen gemacht haben. Nee, jetzt bitte nicht, Servi. Ich will nur mal testen, was passiert. Okay. Vielleicht haben sie das ja auch irgendwas verändert. Teste mal, was passiert. Dass du automatisch rausgeschoben wirst oder so, das kann ja sein. Ich weiß es nicht. Man muss extra schon reinklettern, um sich jetzt einzuschaufeln. Ja. Das ist natürlich wirklich eine feine Geschichte, weil manchmal, wenn es gerade so ein bisschen. Ja, okay, man schaufelt sich rein. Wenn es halt ein bisschen unklares Gelände ist oder so, ist es teilweise echt passiert, weil ich nicht gesehen habe, wie die habt. Oft passiert, vor allem bei Leuten, die jetzt nicht so routiniert sind in den einzelnen Handlungen, die das Spiel jetzt gerade mal haben, die standen halt dann regelmäßig da drin und dann verlierst du halt wieder Zeit, wenn du den wieder freischaufeln musst. Ja, ansonsten ist halt, das sieht eigentlich aus wie der amerikanische Hub, ne? Nur halt eine andere Tarnung. Ja, und das Hasco steht nicht drauf. Ja. Andere Skins außenrum um die Dinger. Ja. Es ist eigentlich so ein bisschen eine gepimpte Militia-Fraktion. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wir werden es noch sehen. Weil die Militia ja lustigerweise. Die einzigen sind, die für ihre Hub Beton benutzen. Das stimmt allerdings. Die sieht auf jeden Fall am meisten vertrauenswürdig aus. So. Ja, das hier sieht nicht so aus. Aber wobei, glaube ich, das hier fast trotzdem, weil es eben auch ein bisschen nachgibt im Gegensatz zu Beton. Ja. Es ist von oben halt anfällig, aber normalerweise jetzt hier in dem Fall, das sieht schon ziemlich robust aus. Ja, also normalerweise liegen da ja locker zwei, drei Laken Sandsäcke oben drüber. Das heißt, das ist dann auch relativ tatsächlich geschützt. So ist es ja auch in diesen amerikanischen Vorposten und so weiter. Die haben ja auch im Endeffekt ihre Mörserbungen und so auch nicht anders. Und da ist man doch recht gut geschützt tatsächlich. Wenn da so ein paar Laken Sandsäcke oben drauf liegen mit Holzverschlag, das hält schon ein bisschen was aus. Ja. Jo. Na gut, so. Dann kommen wir zu den einzelnen Waffengattungen. Lassen. Ja, also, das ist der Crewman. Den habe ich jetzt ja schon. Den können wir gleich mal nehmen. Der Crewman hat was in der Hand, Servi? Eine MP5? Das ist, ja, Moment. Ja, nee, das ist die HK-51. Ja, gut, das ist eigentlich die MP5, MP51. Ich stelle mich mal hier so schön zu dem Kollegen hier. Genau, so sieht der Crewman aus. Als, wie gesagt, Primärwaffe halt mit Kim und Korn, klar, die HK-51. Ja. Drei Magazine. Autofeuer. Und die hat ordentlich Verzug, also du merkst, das zieht gut nach oben. Ist auch kaum Recoil. Wenn du mal hier auf die Säule schießt, dann kannst du es sehen, wie stark der Recoil ist. Ja, also versuche mal nicht gegenzuziehen. Ja, ja, doch, die zieht schon ganz schön rauf. Ja, jetzt versuche ich mal gegenzuhalten. Ja, dann streut sie wie Hölle. Aber ist auch so schwierig gegenzuhalten, tatsächlich. Ja. Ja, und sie streut immer noch wie Hölle, auch wenn du gegenhältst. Mhm. Es ist auch generell nach jedem Schuss, bei der Waffe muss man sagen, muss man auch immer wieder den Schuss korrigieren teilweise. Mhm. Also, selbst wenn ich jetzt anlege und Einzelfeuer mache, zieht sie halt immer wieder nach oben. Also man muss immer wieder so gut ein Stück nach unten ziehen, um den nächsten Schuss auch wieder da präzise setzen zu können. Auch schön Realität nachempfunden auf beiden Seiten. Sowohl für Links- als auch Rechtshänder der Verstellclip für die Feuermodi. Also jetzt grafisch dargestellt natürlich. Ne? Ja.
Aber es lässt sich schön nachkorrigieren, also wenn du mal auf Distanz guckst, da Richtung Attack Marker. Da an der Wand, also man kann doch schön präzise schießen, so zack, zack. Oh ja, das kommt aber sehr präzise. Ja, also wenn man halt nach jedem Schuss kurz nachkorrigiert und so, kann man doch schön gut nach. Ansonsten hast du jetzt hier noch als Sekundärbewaffnung hier die Browning High Power, heißt das Gerät. Pistole. Hört sich so an. Auch zwei Magazine. Dann haben wir hier ein Bajonettmesser. Oh, sehr schön. Lass das mal stecken. Steck das mal wieder weg. Zwei Granaten, Rauchgranaten, zwei Bandages, alles wie gehabt halt. Und natürlich Repair Kit und Fernglas als Crewman. Und die Schaufel. Wie man es halt kennt, genau. Und Schaufeln, natürlich. Fernglas? Ja, Fernglas, Repair Kit, genau. Okay. Wie man es kennt. So, was haben wir denn hier als nächstes? Pilot wird ähnlich sein. Ich guck mal ganz kurz nach. Ist genau dasselbe. Nur, dass er eben halt keine Schaufel hat. Na gut, Rallye jetzt natürlich als Pilot. Wird so, der Medic. Da haben wir ja einmal den Medic ohne Scope. Das Die ist die G3. G3A A3, genau. Ja, das ist die große. G3 A3. Hört sich auch etwas anders an. Lässt sich aber genauso schießen wie die andere, würde ich jetzt mal sagen. Wie die MP5. Hat vielleicht mehr Bums. Ja, lässt sich aber sehr ähnlich schießen. Ja, na Also gut, zumindest einfacher. die G3, das wissen wir, da haben wir uns ja gestern schon drüber unterhalten. Die G3 ist auch die Waffe mit der. Oh ja, aber da ist schon arg Schrot angesagt. Aber ich habe jetzt zumindest das Gefühl gerade, dass ich besser bei der Gegend steuern kann. Okay, als mit der Also im MP5. Vollauto. Ja, im Vollauto. Ja, siehst du das? Also Ja. ich habe jetzt wirklich gut gegengehalten und die erste komplette Salve, ich sage mal 10 Schuss, sind doch in einem Umkreis von 1 Meter ungefähr. Also Ja, kannst du besser gegenhalten. und die G3 sollte auch einen guten Wumms haben, sollte auch einen guten Rückschlag haben, weil hat notabene für seiner Zeit als Nachfolger von der FN Fall Ordnanzgewehr der Bundeswehr die längste Patrone, also mit der größten Treibladung drin. Ja, ansonsten Medic-Ausrüstung wie gehabt. Also wie gesagt, jetzt hier auch wieder dieselbe Pistole, Browning, dasselbe Bajonett und ansonsten halt bei den Medics halt wie gehabt, ne? Die vier Smokes etc., wie man es von den anderen Fraktionen schon kennt, da ist nichts Neues. Der ohne Scope hat natürlich auch noch eine Granate. Gucken wir mal bei dem Medic mit Scope. Das ist auch die, ja, mit ZF1. Ne? Was das Genau, gleiche, was das der Squad Lead hat, sieht man jetzt bei mir auch. ist genau dasselbe. Genau dasselbe und Ja, aber ansonsten halt hier die du merkst ZFH-Ausrüstung. schon, dass du deutlich mehr nachkorrigieren musst als bei der M4 oder bei der AK-47. Ja, also Also wenn das du haben vor sie allen Dingen schon gut eingefahren, nachempfunden. wenn du mal probierst, ganz schnell hintereinander zu schießen, Ja, das ist schwierig. da hast du Schrot. Ja, das geht noch halbwegs. So auf 20, 16 Meter, jetzt auf diese Distanz zumindest halt. Aber gerade vor allem auf hohe Distanz musst du da wirklich bedacht schießen, sage ich jetzt mal. Gut, da wären wir hier eigentlich durch mit dem Squad Leader Kit. Das hast du ja selber an. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Automatic Rifleman. Was Jetzt ist? kommen die bösen Geschichten. Genau, jetzt haben wir hier das auch das G3 A3 mit Trommelmagazin allerdings. Ja, Also und das ist der leichte MG Gunner, sage ich jetzt mal. hat aber einen Bipod, oder? Das wollte ich gerade testen. Ja, hat ein B-Pod. Hat einen Bipod, ja, das sieht man Ja. auch sehr schön. Also, wenn du dich Sieht mal hier man. drauf, ja genau, oder das so machst, genau, sieht man Ja. schon. Im Endeffekt auch wieder leichter MG-Gunner von den Russen. Schlussendlich hast du eben logischerweise Kimmer und Korn. Kannst aber eben halt auch Einzelfeuer schießen. Und das ist Ne? jetzt das MG3, nee, gell? Das Nee, G3, das oder? ist G3. Das Das G3 ist einfach mit Trommelmagazin und B-Pod. und Bipod, genau. Ganz genau. Genau, ganz normales G3. Ja, das sieht man schon, das ist schon Hölle. Okay, wenn du noch mal auf Autofeuer gehst, weiß ich Ja, nicht. ich schieß da mal Richtung dem Ja. orangen Tor da hinten. Ja, das ist schon bitter.
Aber du hast, wenn du nochmal ein Magazin nimmst, dann gucke ich nochmal. Ah, du hast aber trotz Bipod ganz schön Rechts-Links-Verzug hier. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen nach Hast rechts und nach geschwenkt. links. Ich versuche mal gerade. Boah. Musste aber gegenhalten. Hat Musste trotz Bipod trotzdem musste gegenhalten. gegenhalten. Ja, gut, Ja. das Ding hat einen krassen Rückschlag, aber hat hier jetzt so ein Ding von 50 Quadratzentimetern ungefähr. 50 Quadratzentimetern ungefähr, ja. Also er zieht trotzdem im Dauerfeuer dann nach oben. Aber ich sage jetzt mal, normalerweise sollte ich mit dem GE eher so hier schießen. So. Immer so 3-4er Seiten, so schießt du normalerweise. Ja, dass du da zwischenzeit Zeit hast zum Nachkorrigieren. Ja, also außer du machst ja dann Unterdrückungsfeuer, Ja. ansonsten. Und dann geht alles wirklich sehr akkurat ins Ziel rein, wenn du so schießt. Ja, die Animation ist nicht ganz konform mit dem Mit Sound? Schuss. Ja, also Soundanimation und Auswurfschacht von Dings ist nicht ganz konform. Achso, Ich okay. weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber. Ja, ansonsten, die einzige Besonderheit, die der im Endeffekt auch noch hat, eben halt noch ein Fernglas mit dabei. Ansonsten alles wie gehabt. Zwei Smokes, Bandages und auch Sekundärwaffe, Pistole. Messer natürlich. Ja. Als So, Tertiärwaffe. dann der Rifleman. Ja gut, Ja, der Rifleman hat eben halt auch MG3. das ZF1 Visier halt. Genau. Das ist das mit dem schwarzen Strich in der Mitte. Na, kann man Von noch mal kurz oben nach zeigen, wie unten. ich aussehe. Das dürfte ja ein anderes Model sein. Gegebenenfalls. Ja, ansonsten hat er natürlich keine Sekundärbewaffnung. Also keine Pistole, eine Granate. So wie man es von einem Rifleman halt genauso kennt. Muni. Ja. Genau, wie man es von den anderen Fraktionen auch kennt. Das ist nichts Besonderes. Also hier die Hauptwaffe. Da, das G3A3. Was die ganzen Klassen so haben. Ja, dann haben wir noch den Rifleman, der ist simultan dazu. Natürlich auch wieder zwei Granaten, wie man es halt auch von der anderen Fraktion Der kennt. Rifleman Der ohne Scope, meinst du jetzt? ohne Scope, genau, der hat dafür halt nochmal ein Fernglas, was der andere nicht hat. Hat natürlich zwei statt eine Granate. So, Ah, und der hat aber einen Red Dot drauf, oder wie? der hat einen Red Dot, genau. Der hat einen Z-Point, nennt sich das. Aha. Genau, ist auch wirklich einfach ein richtig greller roter Punkt tatsächlich. Also. Ja, lässt sich auch gut schießen. Ist eben halt sehr vergleichbar wie mit dem Red Dot von den Amerikanern. Ist eigentlich schon fast eine Marksman-Geschichte. Weil ich Halt. glaube, dass das. Aber komplett ohne Zoom halt, ne? Ja, naja. Komplett ohne Zoom. Ist kein Zoom, ja. Okay. Ohne Zoom, das hat einfach nur Red Dot. Damit, also Häuserkampf, ne, lässt sich halt schön damit schießen. Ja, ansonsten auch zwei Granaten, alles wie gehabt. Halt mit Red Dot. Lässt sich aber auch gut einsetzen, wie auch das amerikanische Red Dot, damit kannst du auch viel machen. Also. So, Rifleman, genau, dann haben wir den ganz normalen Schützen. Der hat, ja, auch ganz normal wieder Kim und Korn. Mal gucken, hat der noch irgendwas Besonderes? Ne, zwei Granaten. Hat auch Muni. Päckchen, es gibt hier ja und auch wieder Fernglas. Also da ist auch nichts Besonderes bei der Klasse der ganz normale Schütze. So, da gehen wir weiter zu der Feuerunterstützungsrollen. Fangen wir mal oben an. Automatic Rifleman. So, da Oh haben wir auch je, nochmal ein. jetzt wird's Hölle. Ne, da haben wir auch nochmal dasselbe. Rommelmagazin. Ja, du hast aber jetzt hier ein Mit. richtiges Genau. das ist eine richtige Vergrößerungsgeschichte drauf. Genau, das ZF1, also das, was du im Endeffekt auch hast, Ja. als Squadleader, genau. Und dann das, ansonsten ist die Klasse komplett simultan zu dem leichten MG-Schützen von vorhin. Ja, nur halt ein anderes Visier. Nur halt ein anderes Visier. Das ist jetzt der LMG, oder? Genau, der leichte. Ja. Hier gibt es halt einmal mit Mit Scope Visier und. und einmal Ne? ohne, ja. Genau. Naja, und du hast trotz Bipod hast du echt ordentlichen Verzug. Also wenn du jetzt wirklich in größere Salven schießt. Und das Ding ist auch ganz schön laut, ehrlich gesagt. Ja. Aber wenn du so in Salven schießt, bist du wirklich gut präzise. Also, wie gesagt, in diesen kurzen Salven. Ich denke, so sollte man auf jeden Fall schießen, jedenfalls wenn man es wirklich.
effektiv gegen Infanterie einsetzen will. Und jetzt nicht als Unterdrückungsfeuer. Ja, ansonsten ist er genau gleich zu der anderen LMG-Klasse. Hat auch Pistole, Zweitbewaffnung. Smokes. Wie gesagt, ist im Endeffekt nur das Visier anders. Dann der Grenadier. Schauen wir mal eben. Ja, okay. Der Grenadier. Wow, Der Gre Was denn? das sieht krass aus. Das Ja, ist der ein Grenadier hat. fettes Rohr da vorne drauf. Also wenn du das vergleichst mit dem 203 Launcher, der unter der M4 drunter ist, dann ist das, der ist ein ganzes Stück länger. Ja, es ist auch HK79, also G3A3 HK79 mit ZF1, also sprich dasselbe Visier, was du jetzt eben halt auch hast. Monsterwaffe. Sekundärbewaffnung nur das Messer und 10 Granaten, wie gesagt. Ja, okay, musste aber. Wissen wir von der Zielvisierung? Wenn ich das jetzt richtig sehe, du hast vorne dein Korn und hast dann links direkt an der Waffe, an dem Visier sozusagen, nochmal ein Gegenpol sozusagen. Also wie so eine Art Viereck, was sich halt so trifft, kreuzt. Verschiebt sich da was, wenn du mit X die Aiming Ja. Distance änderst? Geht die Waffe halt nach oben, sehr stark, ja. Okay. Weiß allerdings jetzt nicht, wo man da richtig anhalten soll, wo man Ja, da. probier doch mal aus, da vorne an der Tür. Das dürften ja ungefähr 50 Meter sein, oder? Oh, was war das? Sehr kurz. Was bloß ging. Ich, wie gesagt, ach so, da an der Seite, jetzt sehe ich, da ist ein kleines Korn. Okay, das ist rechts neben der Waffe direkt, auf ungefähr Handhöhe, hast du da so ein kleines Korn. Weiß nicht, ob man das sehen Ja, kann. man kann es sehen, ja. Ja, genau, damit muss man anhalten. Ah, okay, Okay. alles klar. Ja. Jawohl. Das ist relativ präzise, gell? Ja. Wenn man dann die Distanzen, ich mach mal eben 100 Meter. Ja, geht über die Mauer drüber, ist klar. Ja, okay. Na ja, gut, das lässt sich aber gut damit einschätzen. Ja. Das passt. Hat wie gesagt ein eigenes Korn halt für sich. Kann das sein? Das finde ich sogar echt nett. Finde ich angenehm, auf jeden Fall, vom Wesen her. Ja, Ja, ich finde ansonsten. es bei der M4 sehr lästig, ehrlich gesagt. Ja, geht. Ansonsten, klar, auch nochmal Smokes, aber das ist genau dasselbe wie bei der anderen Fraktion auch, ne? Zwei rote, zwei blaue, zwei weiße. Das ist absolut gleich der anderen Fraktion. So, dann haben wir den T-Schützen ohne Scope. Der hat G3 AK4, KA4. Ich weiß nicht, was da jetzt der Unterschied ist. Ich weiß nicht, wie viele Versionen es hier anscheinend von der AK gibt, von der HK. Von der G3. Oh, die scheint aber weniger zu verziehen. Die sieht auch vom Lauf Ja. kürzer aus, ehrlich gesagt. Eine andere Schulterstütze. Ja, reißt aber auch ziemlich nach oben, also im Vollauto zumindest. Reißt ja auch ziemlich nach oben. Aber muss ich jetzt ehrlich sagen, fühlt sich jetzt nicht wirklich anders an wie die anderen G3. Also, ich denke, wenn man hier mit der G3 warm wird, kann man die alle gut spielen. Also halt auch mit Kim und Korn. Ja, ansonsten auch gleich den anderen Fraktionen zwei Splitter, also Fragmentation, eine Anti-Tank. Sind auch, das ist ja die russische RPG. Ja, auch von der Zieleinrichtung her. Das ist die russische RPG. Das ist die 7V2 Was jetzt Splitter? RPG. Ja. Ist die russische im Endeffekt. Also wie der russische AT, nur halt in der G3. Derbe werden wir jetzt wahrscheinlich auch haben. Ich guck mal eben. Genau, dann halt. Genau dasselbe, nur halt mit ZF1 Visier, also das, was du hast. Ach, da hat man auch noch. Ah, und der Asch, guck mal, der hat eine AT4.
Genau. Das ist Das ja auch. amerikanische Modell. Nee, das ist doch das Russische. Ist das das russische? Müsste das Russische sein, Ach ja, stimmt, ja. genau, das russische, Ja. Ja, genau. ja. Ja, stimmt, ja, genau. Das ist die russische Leiter-T im Ja, Endeffekt. genau. Die du lustigerweise durch deine linke Schulter bohrst. Echt, ja? Die steckt Okay. hinten bei deinem Schulterblatt raus. Ja, also das ist im Endeffekt wie gehabt. Also im Endeffekt russische ATs, wenn du so willst, halt nur mit der G3 einmal mit und einmal ohne Zielfernrohr. Dann haben wir den Sniper. Auch mit einer Das G3. G3 SG1 nennt sich das Ding. Dürfte der Wie etwas gesagt. längere Lauf sein. Ich denke mal, Vielleicht sogar. ja. Und das hat. Auch Oh ein ja. Bipod. Ja, also das Visier, muss ich sagen, ist ja im Endeffekt ein komplettes Fadenkreuz, ne? Also Griffsicherheit, ne? Vertikal und horizontal. Und hast in der Mitte halt wie ein Red Dot. Das ist wirklich ein leuchtend roter Punkt. Und natürlich halt mit, was ist denn das? Sechsfachvergrößerung, würde ich vielleicht sagen. Ja. Also wie die anderen Snipers auch ungefähr. Natürlich auch Bipod als Sniper. Und natürlich nur Einzelfeuer-Modi. Ist da der Verzug? Ja, würde ich doch vergleichen mit der SVD. Jedenfalls mit Bipod. Man muss auch nach jedem Schuss etwas nachkorrigieren. Ähnlich halt der AK, HK, also der G3 ohne. Ohne Visier, schlussendlich. Muss auch immer kurz mal nachkorrigieren. Aus der Hüfte mal schauen. Ja, okay, da muss man schon stärker nachverziehen. Würde ich, also nachkorrigieren. Würde ich eher vergleichen mit der SVD von den russischen Sniper. Ja. Aber im Nahkampf kann man auch doch relativ präzise schnell hintereinander feuern. War jetzt aus der Hüfte. Auch immer interessant, gerade als Sniper dann im Nahkampf oder so, im absoluten Nahkampf. Ja doch. Kann man machen, kann man sich auch im Nahkampf verteidigen auf jeden Fall. Ja, Pistole. Nett. Alles wie gehabt, Fernglas natürlich. Bei Smokes. Ja, auch die Ferngläser sind die russischen. Übrigens. Aber ist klar, die haben ja viel russische Technik. Im Mittleren Osten. Ich Würde mich ja glaube, nicht wundern, wenn da die. haben alle gerne hinverkauft. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Aber da ist ja auch die AK extrem weit verbreitet eigentlich. Aber klar, macht natürlich Sinn jetzt hier als Fraktion dann auch nochmal neue Waffen reinzubringen. So, da kommen wir auch zu den letzten Geschichten und zwar zu den Spezialisten. Jetzt Und kommen die ich würde spannenden sagen, Geschichten, ja. genau, wir machen erstmal das eher weniger spannende und zwar den Zapper. Ja. Oder Competent Engineer, besser gesagt. Der ist im Endeffekt mit Red Dot hier ausgestattet, so wie der andere auch. Z-Point nennt sich das ja. Genau. Rotpunktvisier. G3. Wahrscheinlich ebenfalls. G3, KA4, wie gesagt, was auch immer da der Unterschied ist. Ich finde, die ganzen G3s fühlen sich eigentlich alle gleich an. Du hast übrigens jetzt nach jedem Waffenwechsel immer noch dein Squad-Leader-Kit hinten auf dem Rücken mit der Antenne. Ach so, ja, Ja, schön. nur zur Info, also das ist aber ein Ja, Feature bei dem Game. nicht richtig, genau. Ja, da gibt es ja auch, Ach, die ist ja was seit nett. dem. Das ist ja Genau, nett. Das das ist die C4. C4, oder? Ja. Genau, das C4. So Okay. sieht das aus. Mine, das ist aber im Endeffekt alles dem russischen Combat-Engineer nachempfunden. Ich glaube, wir Genau müssen gleich dasselbe hier weg, Ausstattung. sonst sterben wir beide. Weiß gar nicht, dauert die immer noch 30 Sekunden? Ich weiß nicht. Kann sein, oder? Hat man das eigentlich jemals ausprobiert, ob man das C4 auf die Mine legen kann und die dann hochgeht? Nee, ich glaube, das geht nicht. Wäre lächerlich. Doch, Mine weg. Ach, Mine ist weg, okay. Na gut, dann wird die Mine dadurch beschädigt. Aber ich Also du. glaube nicht, dass die hochgeht und Schaden macht. Nee, das Denn die nicht, aber wird dadurch du beschädigt. kannst natürlich mit dem C4 eine Mine dann auch wegsprengen. Ja, gut, da. Ja.
So, dann hast du natürlich Stacheldraht einmal als Combat-Engineer, du hast einmal Sandsack, Repair-Kit, Fernglas, Schaufel. Wie gehabt. Na, also im Endeffekt auch der russische Combat-Engineer halt nur mit Red Dot und auch nicht mit Kim und Korn, das wird die Sabah-Spieler natürlich freuen. Wenn du da mit einem Red Dot gesegnet bist. Ja, der Heavy AT hat die HK51 mit Red Dot. Also das ist diese kurze Waffe. Ganz kurze, diese MP-Maschinenpistole. Genau, mit Red Dot. Ja, und die hat ordentlich Rückstoß, also. Uiuiui. Also selbst im Einzelfeuer musst du da doch hast ganz schön zu tun, da schnell zwei Schüsse ins Ziel reinzukriegen, auch mit einzelnen Geladen. Ist halt keine Uzi. Aber dafür halt wahrscheinlich stark im Nahkampf. Mal gucken. Wow, heftiger Verzug. Schieß schnell, aber heftiger Verzug. Also die Uzi hätte hier auch gut reingepasst mit ihrem Rückvollverschluss. Die kannst du ja mit einer Hand fast ohne Verzug feuern. Ja. Ja, ansonsten. Oh, warte mal, Oh, der hat was eine nochmal? APG 29 Tandem. Die gibt's das Ja, ganze die hat neu. er sogar zweimal drin. Also Ja, hat er. das. Russische Visier, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist eine andere APG. Die Heavy AT. Und der hat zwei davon von Heavier Anti-Tank. Zwei Stück. Das ist natürlich mächtig. Muss man mal gucken, wie viel Schaden die am Fahrzeug macht. Relativ lang zum Nachladen. Ansonsten Fernglas und sonst nichts Besonderes. Zwei Smokes, zwei Bandagen, klar. Standard. Keine Fragmentation. Nur zwei Heavy ATs. So, dann zum Schluss das schöne Oh my fucking MG3. God. Das schöne MG3. Das hast du selber schon geschossen, ja? Ja, klar, bei der Bundeswehr ist das ja bis heute meins, das ist das MG3. Genau. Abgewandelte Form vom MG42. Wenn man sich vorstellt, dass das MG42 70 Jahre alt ist. Krass. Ja. 70 Jahre alt. Hat natürlich halt ordentliche Ladehemmung zum Teil, beziehungsweise hat sich die Schüsse teilweise verkeilt, weil damals die Schusskadenz nicht kontrolliert wurde, sozusagen. Das MG hat sich immer weiter gesteigert bei der MG42 damals im Zweiten Weltkrieg. Damit ist die Schusskadenz immer höher geworden und das Ding hat sich irgendwann überschlagen und deswegen kam es dann zu klemmen. Das haben sie dann mit dem MG3 halt im Endeffekt gefixt. Und das ist aber nur so ein kleines Bauteil schlussendlich. Ansonsten ist es im Endeffekt immer noch das MG42 von vor 70 Jahren. Ja. Schon Wahnsinn eigentlich. Das ist echt irre, wenn man Ja, das sich bewährte überlegt. Technik. Ja, MG3 hat hier ein steht gar nicht dabei, was das für ein Aufsatz ist. Sieht auch lustig aus. Ist ein Dreieck schlussendlich. Also einfach nur ein Strich hat, so ein Dreieck. Und hat dann noch ein vertikal zwei Striche sozusagen. Eigentlich nur so ein Winkel, ist gar kein geschlossenes Dreieck, ja? Ist nur so ein Winkel. Genau, es ist nur so ein Winkel. Hat aber auch keine Höhenangabe oder irgendetwas dabei. Also da muss man dann, tja, Und ist hat eine eine gute Frage. Munition von 7,62 mal 51. Steht sogar außen auf dem Ding drauf. Ach Quatsch, echt, ja? Ja, steht außen auf dem Ding drauf. Ah, okay. 7,62 mal 51 Nicht schlecht. Munition. Aber das Ding ist richtig laut. Ja, definitiv. Wo Hat habe auch ich denn diesen das typischen Visier? MG3-Sound. Wo habe ich denn dieses Visier noch gesehen? Bei welcher anderen Waffe? Das sieht aus wie dieses von den, warte mal, Briten, Kanadiern? Warte mal. Ähnlich, ja. Ja. Es hatte auch dieses schwere MG von den Russen, sieht auch so ähnlich aus. Nur die Zieleinheit innen drin ist halt anders. Aber von außen sieht es auch aus wie dieses hier von den Russen. Aber wie gesagt, das ist ein komplett anderes Visier in der Optik selber. Ist mit nichts vergleichbar. Ich weiß auch nicht so richtig, wie man da anhalten muss. Das müsste man dann halt einfach herausfinden. Einfach durch die Praxis. Kann man Aber ja so auch das.
kann man ja auch schön sehen, wenn man die beiden Videos parallel laufen lässt. Oh, ist das laut, meine Herren. Ja. Das ist, glaube ich, ich glaube, das dürfte das MG mit der höchsten Kadenz sein im Spiel. Ich denke ja. Ich denke ja. Also lass mich jetzt nicht lügen, was ist die jetzige Kadenz? Früher hat ja das MG42, was waren das gewesen? Ich glaube 1200 Schuss geschafft. Ich glaube heute sind wir bei, oh lass mich nicht lügen, Bundeswehr schon so lange her. Ich glaube 800 oder sowas, 700 bis 800 Schuss. Ist immer noch krass. Ist immer noch krass, aber 1200 war natürlich früher viel extremer. Vor allem, wie gesagt, ist er dann noch teilweise noch höher gegangen, so, aber hatte natürlich dann Probleme. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier weg, ich gehe jetzt mal hier außerhalb von der Moschee. Ja. Einfach mal um die Lautstärke zu sehen, was für ein Harry das Ding macht. Der Sound ist auch einfach mit nichts vergleichbar. Also das MG3 erkennst du einfach sofort. Haben sie gut gemacht, oder? Das ist. Der Sound kommt absolut so hin, ja, definitiv. Am schönsten hat das MG eigentlich aus Distanz, also im Real Life auch auf Distanz an tatsächlich. Weil wenn das dann so schön heilt, das hört sich nur noch dumpfer an. Wenn du direkt als Schütze dahinter liegst, hast du eben mal diesen blecheren Sound. Also dieses ist halt höher, ne, vom Sound her, so blechernd. Ja, dann ja. Leg mal los, Savvy. Jo. Ja. Das ist schon krass laut. Ich bin jetzt hier auf dem Abstand von 150 Metern mit Betonmauern dazwischen. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter weg. Wie ist es vom Schussgefühl, weil du das Gewehr real schon geschossen hast? Wie ist es in-game, also wie ist die Immersion? Na gut, das lässt sich halt nicht vergleichen. Du kannst, naja, gut. Es schießt halt sehr präzise. Also hier im Spiel schießt es sehr präzise. Um das in Real Life zu erreichen, da muss ich schon richtig in das richtig dahinter stemmen. Wirklich dahinter stemmen. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl wie hier beim Computerspiel. Also die Präzision ist halt hier sehr, sehr, sehr genau. Nur in Real Life musst du halt richtig dafür arbeiten, dass du das, dass es halt so genau wird. Weil dann klemmst du wirklich, wie ein Tier. Dämmst du da hinter dem MG. Aber das macht Spaß, höllisch Spaß. Kann ich nur empfehlen, im Real Life das Ding mal zu schießen. Also ich bin jetzt auf ungefähr 300 Meter, leg nochmal los. Ja. Ich hau mal jetzt ein Magazin komplett im Vollauto durch. Ich habe gerade eben Salben geschossen. Das ist extrem präzise. Also muss man wirklich sagen. Und auch hier hört sich's auf Entfernung dumpfer an. Schön gemacht, also aber auch noch ganz klar erkennbar, also über 300 Meter. Ich habe gerade komplett das Magazin rausgehauen im Vollauto und habe da einfach nur versucht gegenzuhalten und ich habe hier gerade eine Streuung von vielleicht 1,50 Meter, also es ist schon krass. Ja, kannst du auch nicht im Vollauto schießen, das Ding eigentlich. Nee, sollte man doch nicht machen, nee. Immer so Salben. Genau, irgendwann so ein Salben. Im Regelfall ein guter Schütze kriegt 4 bis 5 Schuss pro Salbe raus. Also das Ding hat so eine hohe Kadenz, also wenn du das im Real Life schießt, ist es wirklich so. Du tippst gerade mal den Abzug an, auf Deutsch gesagt. Kannst schon wieder loslassen. Ja, so ungefähr. Also das dann wirklich zack, 5 Mumbeln halt draußen. Und das ist richtig guter Schütze, sag ich jetzt mal. Ich habe hinbekommen in den meisten Fällen tatsächlich so Dreier-Salben. Aber da brauchst du schon ein extrem Feingefühl, um wirklich nur so pro Salbe 3 Schuss rauszubekommen. Was bei dir auch ein Wunder ist, für ein Gefühl. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber ansonsten ist das Ding auch wirklich ein absolutes Eisenschwein. Ja. Das Ding zu schleppen macht überhaupt gar keinen Spaß. Ist echt, wie viel wiegt das? 6 Kilo? 7? Ja, es kommt drauf an, die Magazine trägt jemand extra. Das sind auch nochmal so jeweils 2 Kilo, kannst du sagen, pro so... pro Munitionspaket, sage ich jetzt mal. Das sind ja auch wirklich so richtige Eisen. So ja, Blechcontainer. Eisencontainer, genau, richtig. Und das MG selber, ja, ich glaube so um die 7 Kilo, ne, kommt hin, ja. So ein richtiges Eisenschwein halt, ne. Das klemmt auch mal ganz gerne, muss halt wirklich einfach mit pure Gewalt dran. Das ist so eine richtige Männerwaffe, sag ich jetzt mal. Auch schon, sie haben es wirklich schön gemacht, also sehr detailgetreu. Die Überhitzungsschienen. Ja, da vorne das Überhitzungsbleche, Rohr, das immer, ja. Da wenn man sich überlegt, das Ding knallt halt, wie viel das Ding in der Minute rausballert. Und es sollte eigentlich das Rohr nach 150 Schuss wechseln. Ja, kannst du dir vorstellen, ne? Ja. Dann wird das ja rausgenommen vorne,
Das ist ja vorne, an der Seite hast du so eine Klappe, da wird das halt rausgenommen mit Handschuhen schlussendlich, weil das natürlich sau heiß ist, wird halt zur Seite gelegt und wird das nächste verwendet und dann tauschen die sich halt auch mal beide aus. Aber schlussendlich, wenn du das Ding halt wirklich voll schießen willst, kommst du gar nicht hinterher mit dem Wechseln vom Rohr eigentlich. Aber ich kann es aus der Praxis sagen, also wir haben oft auch mal eben so 600 Schuss rausgeballert und ohne das Rohr zu wechseln. Aber es kann natürlich dann sein, dass du halt Ladehemmungen und sowas bekommst. Das Also, kann natürlich dann passieren. solange es dir nicht Dazu. um die Ohren fliegt. Nee, das nicht. Ah, schönes Gerät, oder? Oh, absolut, Ich absolut. glaube, das Also. ist, ich glaub, das ist das absolute Highlight, oder? Hier bei dem Update. Definitiv. Ist ja auch Waffentechnisch. eine sehr begehrte Waffe. Also muss man einfach so sagen. Eine sehr. Ich finde es auch optisch sehr schön. Wie gesagt, ein schönes Eisenschwein auch vom ganzen Design her. Und sie ist halt einfach effektiv wie Hölle. Und der Sound ist halt einfach unverkennbar. Also es gibt einfach kein MG, was sich so anhört. Es aber. Da. Hallo, meine Ohren, danke. Aber aber man hört es eben auch in-game. Sie haben den Sound, glaube ich, sehr gut nachempfunden, wenn du mich Ja, ja. fragst. Ja, Ich ist kenne so. das ja, ich kenne das ja oft Bundeswehrübungsgelände in der Nähe gewesen, im Gebirge bei Mittenwald, wo du auch die MG3 Schießübungen hattest. Und da hörst du das durch die ganzen Täler durch und der Sound ist schon sehr ähnlich, ist schon sehr, sehr ähnlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schon gut hingekriegt. Ja, ansonsten schießen wir eben da auf den Ball. Das ist halt, du hörst einfach dieses, das hört sich fast an wie ein durchgehender Sound, wie fast eine durchgehende Linie. Das ist so markant für dieses MG, weil das einfach so eine hohe Kadenz hat. Das ist einfach das Brrr. So das, das macht einfach kein anderes MG. Das ist einfach echt der Wahnsinn. Einfach nur absolut die Kettensäge. Und das fühlt sich halt Ja, wirklich gut an. ich glaube, die Saw von den Amerikanern, die es ja, glaube ich, nicht gibt hier im Spiel, die hat, glaube ich, eine ähnlich hohe Kadenz. Ich glaube, das ist die mit der höchsten Kadenz bei den US-Truppen. Das kann sein, ja. Aber dieser Sound ist halt so Ja. unverkennbar. Ja gut. Zervi, komm, bevor dir hier noch einer abgeht. Das ist schon schön. Das ist wirklich schön. Das war's, glaube ich, oder? Ja, was die Fraktion angeht, das Einzige, was dann noch kommen müsste jetzt im Anschluss, wäre, was es an neuen Fahrzeugen gibt. Gut, das würden wir dann in einem Extra-Teil machen. Da wechseln wir auch die Map hin auf den Genau. Übungsserver. Wir können vielleicht kurz im Anschluss hier nochmal einen kurzen Überflug machen über Fallujah, die Map, die wirklich sehr schön gemacht ist. Ansonsten, ja, machen wir jetzt noch einen kurzen Rundflug, werden dann auch nicht mehr viel dazu sagen, werden dann ausblenden und dann gibt es den zweiten Teil. Jetzt gehen wir in die Kamera. Jo, zum Schluss schieße ich noch mal eben das Ding aus der Hüfte. Das habe ich im Real Life übrigens auch probiert. Ist kein Spaß. Warum Macht nicht? wirklich keinen Ach du Memme, ach du Spaß. Memme. Nee, also es ist wirklich, das ist halt, du hast einfach kein Ding das Gefühl, dass du das Ding beherrschst. Das Ding macht einfach mit dir, was es will. Wenn das versuchst, so aus der Hüfte zu schießen, irre. Mach mal. Man Ja, sieht auch, wie der hoch, wie der hochfliegt. es fliegt alle Kanten. Fliegt in alle Richtungen. Ja, kannst du auch kaum gegenhalten. Das ist. Die ersten gehen noch präzise, einfach weil das Ding so eine hohe Kadenz hat, dass einfach schon ordentlich Schuss draußen sind, bevor es anfangen kann hochzuziehen. Aber wie gesagt, nach der ersten Sekunde gefühlt, geht es dann einfach nur nach oben weg. Da bist du dann eine Flak. Ja. Gut. Dann bis gleich zu den Fahrzeugen. Jawohl. So, die Fahrzeuge, wollen wir da auf die Jensen Range wechseln, oder? Weil Ich würde sagen, ja. ich weiß nicht, ob wir hier alle Fahrzeuge haben, wobei es sieht eigentlich fast so aus, oder? Könnte sein. Ja, man sieht es schon sehr schön. Also die ganz ehrlich gesagt, wenn man jetzt hier ganz in die Höhe hochgeht, es ist schon echt ein sehr, sehr weitläufiges Stadtgebiet. Ja. Es wirkt auch, wenn du so auf M gehst, viel kleiner. Da denkst du so, ach ja, so Ja, ach, Morgenkronen was so ein ist denn bisschen das schon? größer Ja, ja, Szenario, ja. aber. Aber wenn du da mal so richtig in die Höhe hochfliegst, hochgehst, dann siehst du, was für Ausmaße das Ding hat. Definitiv, ja. Und gleich wieder vorne in der Main. Wir haben noch 8 Minuten, das reicht eigentlich für die Fahrzeuge. Ich gehe mal nur kurz pullern. Bei Challenge Range ist halt im Hintergrund zu langweilig. Das Also, und stimmt, ja. ich glaube, wir haben hier alle Fahrzeuge. Also, da steht ja wirklich alles rum.
Der Panzer steht da, die Lodgies, also die Buggies. Ja gut, die Buggies haben wir jetzt eben ja gesehen, haben wir ja gezeigt, als wir rumgefahren sind, haben wir die ja gezeigt. Ja gut, aber wir können es ja noch mal, ja, wir haben noch die Dischka-Teile, ja.